So Leute, wir waren jetzt schon essen und ich habe es irgendwie total versemmelt beim Essen zu filmen. Ja, und jetzt hat es mich hier, dank der Silvia, und weil sonst keine Lust gehabt hatte, ja, ist es eben so, dass ich die Gelegenheit habe, in die Lux-Lounge zu dürfen. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich hoffe, ich sehe schon, der Akku hält nicht mehr. Mein Akku. Und ich habe natürlich das Ganze... Hast du die gleichen Akkus wie ich? Ja. Ich habe bestimmt 4 Stück in der Tasche. Ach, du bist so genial. Also kann ich euch weiter mit Bild versorgen. Und hier mit einem wundervollen Service. Ja, danke, wunderbar. Ja? Der muss trinken, was er vorgesetzt kriegt. Okay. Und ich freue mich. Ja. Und weißt du auch, auf wen ich mich besonders jetzt freue? Natürlich, meine auf Kollegen. Mona Carsten. Genau, auf die Mona. Weil ich, ich kenne die Mona ja schon einige Jahre. Der Punkt ist nur, ich soll unbedingt für meine Kollegin, hallo Marion, falls du das Video siehst, ich soll ein Buch signieren lassen. Ja, und das kann ich dir nicht versprechen, Georg. Das hoffe ich mal, dass ich das irgendwie schaffe. Falls es hier die Bücher gibt. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht ein Autogramm. So Leute, mittlerweile haben wir sogar, und ich bin ja eigentlich jetzt gerade vom Essen noch ziemlich satt, aber wir haben jetzt gerade noch ein bisschen was zum Essen und zum Trinken bekommen. Wir waren in Frankfurt. Genau, Frankfurt, das war... Was suchst du? Lecker essen. Und ja, dass ihr mal seht, was es hier noch so Gutes gibt. Sieht auch im Hintergrund echt stark aus, oder? Also hier ein wahnsinnig tolles Ambiente. Ich freue mich jetzt schon riesig auf den Abend, was da noch so kommt. Das wird bestimmt richtig, richtig toll. Ich bin ganz begeistert. Ja, super. Sieht cool aus hier, muss ich schon sagen. Ja, jetzt, wenn ich unseren Dresscode bekomme, das ist schwarz. Überall hingeschrieben. Hallo, ihr drei. Schön, dass ihr gekommen seid. Schön, dass ihr es geschafft habt, weil diese Wunderweise eine der drei Autorinnen nicht kennen, habe ich eine kurze Vorstellung vorbereitet. Dann fällt es nicht so negativ auf. Eigentlich für euch. Zu meiner linken sitzt Laura Kneidl. Laura Kneidl hat bei Lux gerade Berühre mich nicht und Verliere mich nicht rausgebracht. Ich habe mir für jede Autorin einen Satz überlegen können, wie ich Bücher zusammenfassen kann. Und es hat immer was mit Liebe zu tun. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Und bei Laura war der Satz quasi: Liebe kommt immer dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Ich hoffe, das passt. Jetzt könnt ihr irgendwie sagen, bitte, gibt's noch? In der Mitte sitzt Bianca Simone, die mit Der letzte erste Blick und Der letzte erste Kuss, da ist. Und diese Bücher hätte ich zusammengefasst mit Wenn aus Freundschaft Liebe wird. Schön, ne? Wunderschön. Und ganz rechts außen sitzt Mona Carsten, die bei Lux schon die Agentenreihe rausgebracht hat. Oder habe ich sogar zwei Sätze? Also eines ist kein richtiger Satz. Die Reihe besteht quasi aus drei Pärchen und damit drei Möglichkeiten der Liebe. Und gerade ist Save Me rausgekommen, das ist auch das Buch, aus dem ich heute vorliest. musste ich vorher auch meine Kollegin fragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich das sage. Meine Zusammenfassung war: Cinderella trifft ihren Prinz. Wunderschön.
Bevor wir jetzt mit der ersten Lesung von Mona beginnen, habe ich eine Frage schon mal an euch. Ihr sitzt jetzt so schön zusammen hier zum Pult. Wir hatten ja vorher schon gesprochen. Ihr seid alle drei miteinander befreundet. Wie ist das denn, wenn man mit Autoren befreundet ist? Ist es eine ganz andere Freundschaft als bei normalen Freunden? Sind Autorinnen die besseren Freundinnen? Bessere Freunde sind als andere Freunde in dem Sinne, aber sie haben mehr Verständnis für die eigene Leidenschaft. Also der Beruf ist ja schon ein bisschen spezieller und auch das Schreiben ist spezieller als Beruf und als Hobby, weil man andere Sachen durchmacht, eben den Schreibprozess auch mit dem Plot, wenn man total an irgendeiner Szene verzweifelt. Und Autorenfreundinnen verstehen das, alle sagen, ja, mach halt. Also das ist das Tolle an Autorenfreundschaften, dass man eben mit seiner Leidenschaft verstanden wird. Ja. Können Sie dem zustimmen? Ja, schon. Auf jeden Fall. Also, es ist jetzt nicht so, dass das komplett anders ist als zu jeder anderen Freundschaft, so würde ich es gar nicht sagen, aber dass man schon in beruflicher Hinsicht einfach auch viel, viel mehr hat, über das man sprechen kann und gerade auch, wenn mal was richtig schief läuft und man regt sich bei anderen Freunden oder beim Ehemann oder so darüber auf oder bei der Familie, dann ja, das wird alles wieder, nein, das ist alles furchtbar. Dann verstehen die das schon ein bisschen besser. Also, ja? Nee, ganz genau so. Ich würde bloß noch hinzufügen, dass man mit Autorenfreundinnen auch vielleicht auch mehr Zeit verbringt, beziehungsweise viel mehr redet, weil man die Plots auseinander nimmt und Probleme bespricht und deswegen einfach quasi schon zusammenarbeitet und das deswegen nochmal eine ganz andere Ebene hat. Wunderbar. Dann freuen wir uns jetzt schon auf die erste Lesung von Mona Kasten, die aus Save Me liest. Und ich übergebe dir jetzt quasi schon das Wort. Du darfst selber vorstellen, was du liest. Mich alles auch hören, geht das so? Nee, okay. Also, in Save Me geht es ja um Ruby und James, zwei grundverschiedene Charaktere. Ruby kommt aus einer sehr bodenständigen Familie, sie möchte unbedingt nach Oxford, sie hat ganz, ganz große Ambitionen und James ist so ziemlich das Gegenteil, er kommt aus einer Familie, die sehr wohlhabend ist und kann irgendwie nicht so viel mit der Schule anfangen, möchte seine Freizeit eigentlich so gut es geht genießen, bevor er ins Berufsleben einsteigen muss, denn er ist der Erbe eines ganz, ganz großen Unternehmens und das möchte er eigentlich nicht so gerne. Und er leidet so ein bisschen unter dieser Last und so. Und Ruby kann mit Leuten wie James nicht so viel anfangen. Sie geht seit 2 Jahren auf das Maxtonhall College und das ist eine sehr, sehr renommierte Privatschule und dort gehen viele James hin. Also es gibt viele Leute, die ihm ähnlich sind und mit denen kann sie halt so grundlegend nicht so viel anfangen. Eines Tages sieht sie dann aber, wie James' Schwester mit ihrem Geschichtslehrer rummacht. Und sie möchte das eigentlich so gut es geht vergessen, aber es ist irgendwie nicht möglich, zumal Lydia Beaufort, die Schwester von James, das James gesagt hat. Und James ist jetzt aufmerksam auf Ruby geworden und setzt alles daran, damit dieses Geheimnis, was den Ruf seiner Familie ruinieren könnte, nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Wir befinden jetzt uns in der ersten Szene, wo die beiden zum ersten Mal richtig aufeinandertreffen und wo James zum ersten Mal zu ihm spricht. Jemand zieht den Stuhl neben mir zur Seite und lässt sich darauf nieder. Lynn wird von einer Sekunde auf die nächste kreidebleich. Ich runzle die Stirn, als sie mit aufgerissenen Augen erst mich anstarrt, dann die Person, die sich neben mich gesetzt hat, und wieder mich. Ganz langsam drehe ich mich zur Seite und blicke geradewegs in türkisblaue Augen. Wie jeder an dieser Schule kenne ich diese Augen, nur habe ich sie noch nie aus dieser Nähe gesehen.
Sie sind Teil eines markanten Gesichts mit dunklen Brauen, ausgeprägten Wangenknochen und einem arrogant geschwungenen, schönen Mund. James Beaufort hat sich neben mich gesetzt. Und er sieht mich an. Von nahem wirkt er noch viel gefährlicher als aus der Ferne. Er ist einer derjenigen in Maxton Hall, die sich benehmen, als würde ihnen die Schule gehören. Genau so sieht er auch aus. Seine Haltung ist aufrecht und selbstsicher. Seine Krawatte sitzt perfekt. An ihm sieht die eigentlich recht gewöhnliche Schuluniform erstklassig aus, als wäre sie für seinen Körper gemacht worden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass seine Mutter sie designt hat. Das Einzige an ihm, was nicht akkurat ist, sind seine rotblonden Haare, die im Gegensatz zu denen seiner Schwester nicht perfekt gestylt, sondern wild durcheinander sind. Hey, sagt er. Habe ich ihn schon mal reden gehört? Brüllend auf dem Lacrosse-Feld oder betrunken auf den Maxton Hall-Partys, ja, aber nicht so. Sein Hey klingt vertraut und das Funkeln in seinen Augen ist es auch. Er tut so, als wäre es etwas völlig Normales, dass er sich in der Mittagspause neben mich setzt und mich anspricht. Dabei haben wir noch nie ein Wort miteinander gewechselt. Und das soll eigentlich auch so bleiben. Vorsichtig blicke ich mich um und schlucke schwer. Nicht alle, aber eindeutig ein paar Köpfe haben sich in unsere Richtung gedreht. Es fühlt sich an, als wäre der Tarnumhang, den ich seit 2 Jahren trage, ein Stück weit verrutscht. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Hey Lynn, würde es dir etwas ausmachen, wenn ich deine Freundin kurz entführe? Fragt er, ohne auch nur ein einziges Mal von mir wegzusehen. Sein Blick ist so intensiv, dass mir ein Schauer über den Rücken jagt. Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, was er gesagt hat. Soll ich weitermachen? Ich glaube, es geht wieder. Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, was er gesagt hat. Im nächsten Moment reiße ich den Kopf zu Lynn rum und versuche ihr wortlos zu verstehen zu geben, dass es mir etwas ausmachen würde, aber sie schaut mich gar nicht an, sondern nur James. Ja, krächzt sie. Geht nur. Ich schaffe es gerade so, mir meinen Rucksack vom Boden zu schnappen. Dann liegt James Beauforts Hand auf meinem unteren Rücken und er bugsiert mich aus der Mensa. Ich gehe extra einen Schritt schneller, damit seine Hand verschwindet, aber selbst danach kann ich seine Berührung noch fühlen, als hätte sie sich durch den Stoff meines Jacketts in meine Haut gebrannt. Er führt mich um die große Treppe im Foyer herum und kommt erst dahinter an einer Stelle zum Stehen, wo unsere Mitschüler, die noch immer in die Mensa und aus der Mensa herauslaufen, uns nicht länger sehen können. Ich kann mir vorstellen, was er möchte. Da mich in den letzten 2 Jahren kein einziges Mal auch nur angesehen hat, muss es mit der Sache zwischen seiner Schwester und Mr. Sutton zu tun haben. Erst als ich mir sicher bin, dass uns niemand mehr hören kann, drehe ich mich zu ihm um. Ich glaube, ich weiß, was du von mir willst. Seine Lippen verziehen sich zu einem leichten Lächeln. Tust du das? Hör zu, Beaufort, ich fürchte, ich muss dich an dieser Stelle unterbrechen, Robin. Er macht einen Schritt auf mich zu. Ich weiche nicht zurück, sondern sehe ihn nur mit hochgezogener Braue an. Du wirst das, was du gestern gesehen hast, schnellstens vergessen, verstanden? Sollte ich herausfinden, dass du auch nur ein Sterbenswörtchen darüber verlierst, sorge ich dafür, dass du von der Schule fliegst. Er drückt mir etwas in die Hand. Wie benommen senke ich den Blick und versteife mich, als ich realisiere, was es ist. In meiner Hand liegt ein schweres Bündel aus 50 Pfund Scheinen. Ich schlucke trocken. So viel Geld habe ich noch nie in der Hand gehalten. Ich blicke auf. James' überhebliches Grinsen spricht Bände. Es sagt mir deutlich, dass er ganz genau weiß, wie sehr ich das Geld gebrauchen könnte. Und dass er sich das Schweigen von jemandem nicht zum ersten Mal erkauft. Sein Blick und seine gesamte Haltung sind so selbstgefällig, dass ich plötzlich von einer unglaublichen Wut erfasst werde. Ist das dein Ernst? Frage ich zwischen zusammengebissenen Zähnen und halte das Geldbündel hoch. Ich bin so wütend, dass meine Hände zittern. Jetzt sieht er nachdenklich aus. Er greift in die Innentasche seines Jacketts, holt ein zweites Bündel hervor und hält es mir entgegen. Mehr als 10.000 sind nicht drin. Völlig fassungslos starre ich das Geld an,
dann wieder in sein Gesicht. Wenn du bis zum Ende des Terms die Klappe hältst, können wir das Ganze verdoppeln. Schaffst du es bis zum Ende des Schuljahres, vervierfachen wir es. Seine Worte wiederholen sich in meinem Kopf, immer und immer wieder, und das Blut kocht in meinen Adern. Wie er vor mir steht, 10.000 Pfund vor meine Füße wirft und mir so den Mund verbieten will. Als wäre das nichts. Als würde man das ebenso machen, wenn man mit einem goldenen Löffel im Mund geboren wurde. Mit einem Mal wird mir etwas ganz deutlich bewusst. Ich kann James Beaufort nicht bloß nicht ausstehen. Ich verabscheue ihn. Ihn und alles, wofür er steht. Wie er lebt, ohne Rücksicht oder Angst vor Konsequenzen. Wenn man den Namen Beaufort trägt, ist man unantastbar. Egal, was man anstellt, Papas Geld wird es schon irgendwie richten. Während ich mir seit 2 Jahren den Arsch aufreiße, um auch nur eine winzige Chance zu haben, in Oxford genommen zu werden, ist die Highschool für ihn nichts als ein Spaziergang. Es ist unfair. Und je länger ich ihn anstarre, desto wütender werde ich darüber. Meine Finger verkrampfen sich um die Scheine in meiner Hand. Fest beiße ich die Zähne aufeinander und reiße den dünnen Papierstreifen auf, der das Bündel zusammenhält. James runzelt die Stirn. Was? Ruckartig hebe ich die Hand und schmeiße das Geld in die Luft. James erwidert meinen stoischen Blick eisern. Die einzige Reaktion ist der pochende Muskel an seinem Kiefer. Noch während die Scheine langsam zu Boden segeln, drehe ich mich um und gehe. Das war meine Stelle aus Safety für heute. Dankeschön, Mona. Klingelton für deine Schwester eingestellt. Erzähl mir alles. Ich rammte ihm meinen Ellbogen in die Rücken und er zuckte zurück. Darauf, dass ich für alle meine wichtigen Kontakte einen passenden Song auswählte, musste er gar nicht erst herumreiten. Nicht, wenn ich seinen Klingelton alle paar Monate änderte, nachdem sich Luke eine neue Aktion für heute Morgen geleistet hatte. Wer war das? Fragte Sadie am anderen Ende der Leitung. Niemand, ich räusperte mich. Und irgendjemand muss tot sein, weil ich mir keinen anderen Grund vorstellen kann, warum du anrufst. Sie pustete los. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich rufe nicht an, weil jemand gestorben ist. Im Gegenteil, ich bin verlobt. Hätte ich noch meine Kaffeetasse in der Hand gehalten, hätte ich sie in dieser Sekunde fallen lassen. Sadie war verlobt? Bis eben hatte ich nicht einmal gewusst, dass sie einen Freund hatte. Elle? Sadie klang besorgt. Ich blinzelte. Herzlichen Glückwunsch, brachte ich heraus und zwang etwas Fröhlichkeit in meine Stimme. Für einen Moment bereute ich es, mich nicht für Theaterwissenschaften als mein Hauptfach entschieden zu haben, sondern für Journalismus. Dann würde ich jetzt vielleicht etwas glaubhafter klingen. Danke, sie zögerte. Die Einladung zur Verlobungsfeier hast du doch bekommen, oder? Ich habe nichts von dir gehört, aber wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du auch kommst. Zurück nach Hause. Konnte ich das wirklich tun? Konnte ich zurück in das Haus gehen, in dem man mich nie wieder hatte sehen wollen? Sadie wusste nichts davon. Und wenn, dann kannte sie nur Marms verzerrte Version der Wirklichkeit. Ich hatte ihr nie gesagt, was an jedem Abend wirklich geschehen war, weil ich keinen Keil zwischen sie und unsere Eltern treiben wollte. Und erst viel später war mir klar geworden, dass mein Schweigen und die lange Abwesenheit dieselbe Wirkung auf Sadie und mich gehabt hatte. Wir telefonierten nicht mehr miteinander, erzählten uns nicht mehr alles wie früher. Ich hatte schon seit einer ganzen Weile das Gefühl, als würde sie mir entgleiten. Und jetzt nicht zu ihrer Verlobungsfeier zu kommen, würde das Band zwischen uns endgültig zerreißen lassen. Ja, brachte ich heiser hervor, natürlich komme ich zur Feier. Wirklich? Oh, das ist super, ich freue mich ja so. Dann reserviere ich 2 Plätze für dich und deinen Freund. Ich kann es gar nicht erwarten, Luke endlich kennenzulernen. Luke? Wiederholte ich verwirrt. Gleichzeitig nahm ich eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahr. Luke hatte seinen Namen gehört und sah fragend zu mir rüber. Oh, verdammt.
Im ersten Semester hatte ich ihn als Ausrede benutzt, um Sadie nicht die Wahrheit darüber sagen zu müssen, warum ich an Thanksgiving und Weihnachten nicht mehr nach Hause kam. Ich hätte wissen müssen, dass mich diese Lüge eines Tages einholen und mir in den Hintern beißen würde. Oh, das ist nicht nötig, stammelte ich. Wir sind nicht mehr zusammen. Noch während ich die Worte aussprach, schlug ich mir mit der Faust lautlos gegen die Stirn. Nicht mehr zusammen? Echt jetzt? Etwas Besseres konnte mir nicht einfallen. Was? Oh nein! Sadie klang ehrlich bestürzt. Das tut mir so leid für dich, Ellen. Aber wenn du vielleicht jemand anderen mitbringen möchtest... Nein? Schon gut. Wir sehen uns nicht. Nein, schon gut. Wir sehen uns nächstes Wochenende, ja? Nachdem sie aufgelegt hatte, starrte ich so lange auf das Display, bis es dunkel wurde. Erst dann fiel mir auf, dass ich unbewusst den Atem angehalten hatte und schnappte hastig nach Luft. Ich drehte mich wieder auf dem Hocker um und blickte geradewegs in Lukes Gesicht. Fragend hob er die Brauen. Willst du mir vielleicht irgendetwas sagen? Nein. Ich schob das Handy zurück in meine Hosentasche und griff nach meiner Gabel. Der Appetit war mir vergangen, aber das hieß nicht, dass ich mein Frühstück bei Luke entgehen ließ. Wir haben uns also getrennt, ja? Lukes Mundwinkel zuckten verdächtig. Ich wusste nicht mal, dass wir ein Paar waren. Ich verdrehte die Augen. Es ist kompliziert. Ist das unser neuer Beziehungsstatus bei Facebook? Es ist kompliziert. Statt einer Antwort piekste ich ihm mit der Gabel in den Arm. Autsch. Gespielt verzog er das Gesicht und schrieb sich über die Stelle. Eindeutig kompliziert. Gegen meinen Willen musste ich lachen und vergaß für einen kurzen Moment sogar diesen Anruf und was er für mich bedeutete. Als ob ich mich je auf jemanden wie dich einlassen würde. Oh, insgeheim träumst du davon. Gut gelaunt trank er seinen Kaffee aus. Du weißt es, ich weiß es und der Rest der Welt weiß es auch. Kennt dein Ego überhaupt keine Grenzen? Nein, er grinste. Sollte es? Dankeschön, vielen Dank. Was war die zweite Hälfte? Ob es Einfluss auf Schreiben oder die zweite Frage war mehr Einfluss? Ja, also ich denke nicht. Ich finde es eher spannend, Theorien mitzubekommen von euch, was dann noch passieren könnte oder wer mit wem zusammenkommen könnte. Aber wirklich einen Einfluss hat das, glaube ich, nicht, oder? Nee, also ich bin manchmal so ein bisschen überfordert, weil es zu viel ist. Jetzt gerade zum Beispiel, da musste ich ja mit Savers anfangen und gerade so am Anfang fand ich schwierig reinzukommen, weil durch den Release vom ersten Buch so viel los war, dass ich nicht mehr hinterher kam irgendwie, also nicht auf den Social Media Seiten und auch nicht beim Schreiben, also habe ich irgendwie fast nichts gemacht. Deswegen versuche ich gerade mich aufs Lektorat vom Zweigen zu konzentrieren und auf Schreiben an sich, also so gesehen hatte das schon Einfluss, dass ich dann einfach mal ja, das alles ausmachen muss, um mit den Gedanken und so zu 100% wieder ins Manuskript einzufinden. Mir ist noch eins eingefallen, wo das Einfluss nehmen kann. Wenn wir auf Namenssuche sind und dann einfach online nach Namensvorschlägen fragen, das ist super. Ich kann dir die ganze Liste anlegen, weil da so viele tolle Vorschläge kommen. Du machst einfach so auf Twitter Fragen, okay, diese Genre Männernamen, amerikanisch, englisch angehaucht, dann kommst du so eine Liste. Nur, dass ihr alle drei hier seid, dass ihr miteinander befreundet seid, dass ihr das Liebe in euren Büchern eine große Rolle spielt. Ihr habt es gerade eben noch gesagt, ihr habt auch alle eine Verknüpfung mit Schottland. Why? Was ist an Schottland so besonders, dass es anscheinend Autoren so wahnsinnig anzieht? Es ist Schottland. Also ich muss sagen, also das ist das grundlegende Argument. Also bei mir war es so, wir haben auch eine andere gemeinsame Freundin, die hat
ihres Freundes, glaube ich, ist eben nach Edinburgh gezogen. Sie hat immer total davon beschwert, wie schön es ist und wollte dann am Ende auch gar nicht mehr weggehen und war auch total todtraurig, wieder nach Deutschland ziehen zu müssen. Und das hat irgendwie so mein Interesse an der Stadt so richtig geweckt und ich habe dann gesagt, ja, ich möchte da mal länger hingehen. Und dann hat Bianca gesagt, jo, ich auch. Genau so. Genau so. Hat sie das gesagt und dann haben wir eben beschlossen, da mal 2 Monate hinzugehen. Nach Edinburgh, in Schottland um Reise zu machen. Ich glaube, du wolltest eh schon vorher auch noch hin, aber auch so dadurch Caro noch mal so den letzten Push bekommen. Und ja, das ist einfach super schön dort. Also wirklich ganz traumhaft. Ich wollte schon immer während des Studiums und während der Schulzeit ins Ausland, also dass ich ins Ausland wollte, so ein halbes Jahr stand irgendwie schon immer fest. Und hat es nie gepasst, entweder von der Zeit her nicht, durch den Job nicht oder durchs Geld einfach schlichtweg nicht. Und da habe ich jetzt nach dem Studium, mein Mann und ich gesagt, wir wollen ins Ausland und wir haben es länger geplant und wir wollten auf jeden Fall in ein englischsprachiges Land. Und da stand Schottland einfach von Anfang an ganz oben auf der Liste. Also, weil es so ein magisches Land ist, habe ich das Gefühl. Das schließe ich an. Sorry, toll. Jetzt oute ich mich als nicht so der Schottland-Fan. Wenn mir jetzt jemand eine Reise schenkt, dann fahre ich auch hin. Aber ich habe jetzt bisher noch nicht so den Drang gehabt, nach Schottland zu fahren. Was sage ich dazu? Ja, tue ich. Wie könnt ihr mich überzeugen? Was wäre so der mega Geheimtipp in Schottland, den man sich unbedingt angucken muss, damit auch ich meine Schottland-Liebe vielleicht wecken kann? Die Heine. Und da trifft sie das erste Mal auf den männlichen Protagonisten und es geht darum, wie sie ihn wahrnimmt. Geht, ja, wird schon irgendwie. Okay. Eigentlich sollte ich nicht hier sein. Nur Studenten, die in den Wohnheimen lebten, durften die Häuser ohne Begleitung betreten. Aber ich hatte keine andere Wahl, wenn ich duschen wollte. Ich passte die Mittagszeit ab, zu der immer Leute aus den Wohnheimen kamen, um in die Mensa zu gehen. Ich lauerte vor der Tür und tat so, als wäre ich mit meinem Handy beschäftigt, bis 2 Mädchen das Gebäude verließen. Sie waren so in ihre Unterhaltung vertieft, dass sie mich überhaupt nicht bemerkten. Ich zögerte nicht und hielt die Tür auf, bevor sie wieder zufallen konnte. Dann schlüpfte ich ins Innere des Wohntrakts und straffte meine Schultern, um eine selbstsichere Haltung zu nehmen. Die Flure waren leer und von einer gespenstischen Stille erfüllt, die am offiziellen Semesterbeginn der Vergangenheit angehören würde. Nur vereinzelt waren aus dem Zimmer Geräusche zu hören. Mit meinem Handtuch unter dem Arm lief ich die Treppe hinauf. Zwar besaß jede Etage eine Gemeinschaftsdusche, aber ich hatte vor einigen Tagen beobachtet, dass im ersten Stock neue Brausetöpfe angebracht worden waren und ich hatte Lust, mir etwas Luxus zu gönnen. Ich konnte das Schild mit der Aufschrift Waschraum bereits von der Treppe aus sehen und beschleunigte meine Schritte. Plötzlich wurde eine Zimmertür geöffnet. Ich zuckte zusammen, ermahnte mich allerdings weiterzugehen, um nicht aufzufallen. Doch ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Mann aus dem Zimmer kommen würde. Ich erstarrte. Der Kerl, der mir nun gegenüberstand, er erschien wie eine Personifizierung all meiner Ängste. Er war groß, ein Riese im Vergleich zu meinen 1,65. Eine Tätowierung erstreckte sich über seinen gesamten rechten Arm und an seinem Zeigefinger glaubte ich ebenfalls einen dunklen Schatten zu erkennen. Dies lenkte meine Aufmerksamkeit auf seine Hände, seine freien Hände, Hände, mit denen er mich jederzeit packen und gegen die Wand drücken könnte. Mit einem Mal wurde mir so kalt, als würde Eiswasser statt Blut durch meine Adern fließen und ein taubes Gefühl breitete sich in meinen Gliedern aus. Als der Kerl meinem Blick begegnete, zog ich scharf die Luft an.
Seine Augen waren wie ein Regentag, riesig, kalt und grau. Seine Haare wellten sich in dunkelblonden Locken um sein Gesicht und ein schiefes Grinsen, das anzüglicher nicht hätte sein können, umspielte seine Lippen. Langsam zog er die Tür hinter sich zu. Ich habe keine Angst. Die Angst ist nicht real. Mein Mantra half nicht. In diesem Moment war meine Angst sehr real. Sie war mir so vertraut wie eine alte Bekannte und einmal mehr war ich den Irrglauben erlegen, sie kontrollieren zu können. Der Typ kam mit bedachten Schritten auf mich zu. Ich wollte wegrennen, aber wie eine Gefangene meines eigenen Körpers. Je näher er mir kam, umso mehr Details nahm ich an ihm wahr. Die Tätowierung an seinem Arm bestand ausschließlich aus geometrischen Figuren. Der Schatten an seinem Finger war ein Blitz und ein kleiner Höcker zierte seine Nase, zu ebenmäßig, um von einem Bruch zu stammen. Und ein violetter Bluterguss prangte an seinem Hals. Obwohl dieser Kerl mich lediglich ansah, wuchs in mir der Drang, um Hilfe zu schreien. Doch selbst wenn ich es wirklich gewollt hätte, wäre ich nicht dazu in der Lage gewesen, auch nur einen Ton herauszubringen. Mittlerweile war der blonde Typ noch eine Armlänge von mir entfernt. Er erwiderte meinen Blick und dieses Mal lag etwas Gieriges in seinen Augen. Gefiel ich ihm? Du hast mich nicht gesehen, flüsterte er, eine Drohung in seinen Worten. Ich nickte mechanisch, sein Lächeln wurde breiter und er ging an mir vorbei zur Treppe. Regungslos verharrte ich auf der Stelle, bis seine Schritte verklungen waren. Dann schloss ich die Augen, holte tief Luft, um mich zu beruhigen. Meine Hände zitterten heftig und meine Muskeln entspannten sich nur langsam. Unsicher auf den Beinen lief ich weiter in Richtung des Waschraums. Immer wieder spähte ich über die Schulter. Der Typ kam nicht zurück und ich schlüpfte eilig in das Gemeinschaftsbad. Ja, das war die Szene, die ich vorlesen wollte. Dankeschön. Wolltest du noch was dazu sagen? Dann habe ich die erste Frage schon für dich. Du schreibst bisher Fantasy-Romane, das ist jetzt dein erster New Adult Liebesroman. Wie kam es denn zu dem Wechsel? Also der Wechsel kam gar nicht so plötzlich, wie es vielleicht den Anschein macht. Ich habe schon vorher habe ich an drei weiteren New Adult Projekten gearbeitet, die aber meines Erachtens nicht gut genug für die Veröffentlichung waren. Und bei Berühre mich nicht war das erste Buch, wo ich gesagt habe, das ist eine Geschichte, die ich wirklich mit Lesern teilen möchte. Also deswegen habe ich neben dem Fantasy wirklich schon sehr lange New Adult geschrieben, aber bisher waren das eben immer nur die Fantasy-Romane, die dann wirklich den nächsten Schritt zum Leser geschafft hat. Ihr schreibt ja alle drei in beiden Genres, Fantasy und New Adult. Wie geht es euch mit dem Hin- und Herwechseln? Und habt ihr vielleicht ein Lieblingsgenre von den beiden? Also ein Lieblingsgenre habe ich nicht. Ich mag es sehr gerne, hin und her zu springen. Ich finde, das bringt auch einfach mal Abwechslung rein. Gerade wenn man zum Beispiel in einem Projekt jetzt nicht weiterkommt, dann kann man an der nächsten Fantasy-Idee plotten. Und ich mag das ganz gerne. Also ich finde, beide Genres haben so ihren Reiz. Und genieße das, in beiden Genres zu schreiben. Deswegen kann ich mich auch nicht für eins entscheiden. Dem kann ich nur zustimmen. Ich finde, das ist auch eine schöne Abwechslung und das ergänzt sich auch sehr gut. Und beim Schreiben fällt es manchmal schwer, ein bisschen umzuschalten, weil man doch in Fantasy hat man dann diese epischen, magischen Kampfszenen und im New Adult hat man die gefühlvollen Alltagsszenen. Und da, wenn man ein Projekt beendet hat und das nächste beginnt, also ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um reinzufinden und jetzt nicht im New Adult plötzlich magische Kämpfe stattfinden zu lassen oder in Fantasy plötzlich sie einkaufen gehen zu lassen. Aber insgesamt finde ich, es passt sehr gut zusammen. Also nur eins wäre mir, glaube ich, zu langweilig. Ja, also ich sehe das ähnlich. Eins wäre mir auch zu langweilig. Wobei, Sie können im Fantasy-Roman auf einen magischen Markt einkaufen gehen. Das geht dann wieder. Ja, aber ich mag den Wechsel eben auch sehr gerne. Und
Also gerade irgendwann, wenn man New Adult schreibt, ist man sehr an die Charaktere gebunden und dann ist es schön, im Fantasy wieder eher mit dem Plot arbeiten zu können. Also auch eben dieser Wechsel, wobei der eben, wie von Bianca gesagt, manchmal auch wirklich schwer ist. Also ich hatte jetzt halt irgendwie kürzlich den Wechsel von wirklich High Fantasy in New Adult und also irgendwie die ersten so ein, zwei Kapitel klang meine Protagonistin, als wäre sie auch auf dem Mittelalterfest durchgehend. Wir haben im Vorfeld so Karten ausgeteilt ans Publikum und die Gäste aufgefordert, Fragen an euch zu stellen. Und ich darf jetzt ein paar, leider nicht alle natürlich, weil es waren relativ viele, vorlesen und euch fragen. Weil ihr ja eben gerade gesprochen habt über die Liebesszenen und Liebe ist ja nicht immer lustig. Wie ist es, über Liebeskummer zu schreiben und wie bringt ihr euch dann in die Stimmung, solche Szenen zu schreiben? Viel traurige Musik hören und Schokolade dabei essen. Und gerade letztens habe ich doch irgendwas geschrieben. Bianca, schick mal traurig Song. Ja, genau. Also ja, Musik ist ganz wichtig. Und dann die letzte Szene lesen, wo man alles kaputt gemacht hat und man schön traurig wird und dann kann man anfangen. Ich bin einfach immer in Stimmung dafür. Also ich freue mich eigentlich, die am meisten, die machen am meisten Spaß, wenn man so richtig wie so. Ja. Mir tut es weh, sie zu schlagen, aber schön, dass du Spaß dabei hast. Ja. Habt ihr dann auch manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ihr eure Charaktere leiden lasst und so richtig so an den Rand des Wahnsinns treibt, oder? Nicht. Ich habe gerade zu Bianca gesagt, du nicht. Weißt du, sie schreibt dann immer so ganz, lach mal nicht und so, wenn sie gerade etwas richtig gemeint ist. Grad, also denken, ich fühle mich immer richtig. Ich bin da getraut. Also wirklich. Oh, man, das ist ja wieder glücklich. Das ist Spaß. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, aber die Freude überwiegt. Ja, sie schreibt dann immer so, ich habe gerade den und den getötet. Heiß. Wieder heiß. Nee. Okay, also bei manchen Charakter, also wenn man das wirklich so endgültig, also wenn ich meine, tötet dann vielleicht so ein hauchschlechtes Gewissen, so ein bisschen, je nachdem, wie sehr ich mochte. Im New Adult sterben ja tendenziell eher weniger Charaktere. Ja, aber ich glaube, ich greife jetzt nicht zu weit vor, wenn ich sage, am Ende bekommen sie ihr Happy End und man weiß ja, dass dieser Schmerz nur eine Momentaufnahme ist von dem, was sie fühlen. Und man weiß ja auch, was später noch kommt und dass dieser Schmerz gewonnen wird für sie. Deswegen. Aber die Charaktere wissen das nicht, die leiden. Ja, das weiß ja nur die Autorin. Und das Stichwort Happy End ist gerade gefallen. Wie wichtig sind denn Happy Ends für euch? Und braucht eine gute Love Story zwangsläufig eins oder geht es auch ohne? Also ich persönlich mag es auch, wenn Geschichten mal so richtig bittersüß enden, weil man da auch also den Kirchdiener habe und es dann noch weitergeht im nächsten Band. Also ich brauche nicht unbedingt in jedem Roman ein Happy End. Also es kann bei mir auch offen enden zum Beispiel. Das finde ich auch manchmal ganz cool. Ja, das sehe ich ganz ähnlich und ich finde Happy End, das muss verdient sein. Also da bin ich auch böse, da müssen sie leiden, damit das Happy End sich am Ende auch wirklich gut und richtig anfühlt. Weil wenn sie einen leichten Weg haben, dann brauchen sie auch kein Happy End. Dann haben sie es nicht verdient. Ja, also Happy End schon irgendwie, aber ein Happy End sieht ja auch irgendwie immer anders aus. Also nicht für jeden Charakter ist ein Happy, also nicht jeder Charakter hat dasselbe Ziel als Happy End. Also es muss immer zum jeweiligen Charakter passen. Und ja, also deswegen sieht ein Happy End irgendwie immer auch anders aus. Und manchmal ist das Happy End auch für den Leser bittersweet eben, aber für den Charakter ist genau das Richtige, was er braucht. Eine andere Frage aus dem Publikum ist zum Thema Fanfiction. Kennt ihr, lest ihr Fanfiction? Gibt es welche? Und wenn ja, was haltet ihr davon? Ja, also ich weiß, dass es ein paar gerne Fanfictions gibt, von mir Leute geschrieben. Ich habe sie aber nicht gelesen. Aber ich finde es
generell richtig, richtig cool, wenn Leute Fanfiction schreiben. Hat sich jemand so sehr mit der Geschichte beschäftigt und hat die so toll gefunden und war so begeistert davon, dass er sich danach noch damit beschäftigt hat. Und als Autor weiß man ja, dass Schreiben nicht einfach ist. Und wenn sich dann jemand hinsetzt und wenn ich mir manche Fanfictions angucke, also ich lese so in meiner Freizeit auch manchmal Fanfictions, wenn es Sachen gibt, mit denen ich nicht zufrieden war, dann gucke ich mir manchmal Fanfictions auf, wie heißt die Seite, AO3, glaube ich, gucke ich mir da Fanfictions an und die haben teilweise über 100.000 Wörter, über 200.000 Wörter, das sind zwei Romane. Also wenn sich jemand da so mit so einer Leidenschaft hinsetzt, finde ich das ganz toll. Und ich finde auch, Fanfictions sind gut, um mit dem Schreiben anzufangen. Hätte ich früher gewusst, was Fanfiction ist, hätte ich schon viel früher angefangen, vielleicht längere Sachen auch zu schreiben. Da schließe ich mich an und die Seite kannte ich noch gar nicht. Schick mir mal den Link. Ja, also ich kenne auch Fanfiction.net, glaube ich. Da gibt es auch ganz viel und da habe ich auch ein paar Lesungen gestört und ich habe auch selber mit Fanfictions angefangen zu schreiben und deswegen finde ich das auch eine super Sache. Ja, also ich habe auch mit Fanfictions angefangen zu schreiben und ich lese auch gerne. Im Moment habe ich sehr viele Suko-Fanfictions gelesen. Ich auch. Ja. Ich habe einfach dann nochmal angeguckt und also ich hatte so Trennungsschmerzen, wenn ich Suko-Fanfictions lese. Ja. Also ich weiß, dass es eine Fanfiction irgendwo zu Elementen der Schattenwelt gibt, aber ich habe sie nicht gelesen und ich warte aktuell sehr sehnsüchtig auf Connor und Aaron Fanfiction. Also wenn einer noch schreibt. Ja, genau. Also ich möchte eine zu Aaron und Connor und eine Slash-Fanfiction zu Warner und Wayne haben. Also, und Mona möchte eine zu Jules. Am besten mit ihr und Jules. Danke. Also, liebes Publikum, gerade den Tasten. Wir haben jetzt über die positiven Seiten des Schreibens gesprochen und das ist auch schon angesprochen, es ist Arbeit, es ist manchmal schwierig, es ist manchmal nicht lustig. Gibt es Töten? Ja. Was? So allgemein dann aus allen Büchern oder jetzt aus denen, was wir vorgelesen haben? Oder? Aus allen euren Büchern. Aus allen Büchern, okay. Also heiraten würde ich Spencer. Was war das noch? Küssen? Küssen würde ich vielleicht James. Wirklich gut. Töten. Ich würde töten. Warum nehme ich euch das ein, oder? Dann würde ich Siren töten aus Haven. Also mir ist das Töten als erstes eingefallen. Und zwar würde ich Trevor töten, aber nur weil er und Tate es mir sehr, sehr schwer gemacht haben. Küssen, Luke. Ich denke, er kann das ganz gut. Und heiraten. Eben. Ja. Dann nehme ich Code. Also, mir ist komischerweise die Töten auch als erstes angefallen. Also, ich würde Dante töten, weil er ein Dämon ist und ja, wieder weiterleben würde. Ja. Das geht nicht. Ja, okay, gut. Okay, ja, das ist immer tot. Nee, dann würde ich nicht. Dann würde ich mal sagen, vielleicht. Oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann tötet mich Mona, aber Jules. Nein, ich gehe schon auf den Weg. Okay, der Alte stirbt. Dann Kiss Luca, das kann ja auch ganz gut. Und heiraten Rain. Wenn er nicht gerade mit Warren zusammen ist. Ja. Gut, nachdem wir das jetzt geklärt haben, sind wir am Ende des offiziellen Teils des Abends angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr da wart, dass ihr gelesen habt und dass ihr unsere Fragen beantwortet habt. Jetzt beginnt der gemütliche Teil des Abends. Yay!
Das war doch mal eine richtig, richtig coole Sache. Voll die tolle Lesung und überhaupt. Und ja, ich bin gespannt jetzt, was dann noch der gemütliche Teil des Abends so bringen wird. Aber ich denke, ihr werdet es gleich sehen. Ja, die Autorinnen haben jetzt mittlerweile auch mal was gegessen. Ne? Und jetzt sind sie wieder da vorne und machen sich bereit, Fotos mit uns zu machen und Bücher zu signieren. Und ja, ihr werdet es sehen. Das ist hier die Schlange, die sich hier schon angestellt hat. Ja, wir sind da ein ganz bisschen chilliger. Das ist ja nicht unsere erste Signierstunde. Von dem her gehen wir dem Ganzen ein bisschen entspannt entgegen. Und ja, gucken jetzt mal, wann wir dann dran sind später. Und Marion, wann ich dann das Buch für dich signieren lasse, das wirst du ja dann sehen und mitbekommen. Ja, das ist das ganze Ambiente hier von außen. Wollte ich euch auch mal zeigen. Das ist das Chateau 9, glaube ich, so jetzt ausgesprochen. Und sieht wirklich ja, cool hier draußen aus. Ja. Ja, bitte. Ihr seid aber in illustrer Gesellschaft, denn morgen haben wir schon ein Date mit Sebastian Fitzek. Und Christian, der hat meint, das geht. Ganz am Schluss, dann machen wir später, ja? Ja. Das sag ich jedes Mal dazu, weil das machen wir nicht gerne. Ja, dann könnt ihr, immer behaupten, ihr habt es auch noch vor Sebastian Fitzek in das Buch geschafft. Veranstaltet hat, samt Autorinnen.